Goku has been granted one day to return to Earth from Otherworld. And on that day, as fate would have it, a new world tournament is to be held. For the two rivals, Goku and Vegeta, this would be their last opportunity to settle the score. With nothing to hold them back, these two mighty warriors will decide once and for all which of them is the best. Und damit, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Aber wir spielen mit Goten zuerst. Das ist der letzte Part, den wir heute haben werden. Und er findet im Weltkampf statt. Und, oh nein, warum? Oh nein. Leute, ihr wisst, wie das endet, ne? Das ist die Stage. Ich kann einfach den Kampf beenden, indem ich Leute unterhaue. Serious injury during his training with Goten, Gohan had to drop out of the world tournament. And Hercule's daughter Videl was so worried about him that she stayed by his side to nurse him back to health. And so, on the day of the world tournament. Don't worry, Goten. Once he gets a Senzu beam, he'll be fine. It's his own fault. He let himself get soft. Come on. Give it a rest, Vegeta. We should be focusing on the final rounds that are coming up soon. Let's do our best for Gohan. Yeah, I will. The final match of the tournament's youth division featured Goten versus Trunks. Jawohl. Und diesmal gewinne ich. Sangoten gegen Trunks. Sehr gut. Hallöchen, Trunks. Was, ich will eins deiner Spielzeuge, wenn ich gewinne. Verstanden? Oh, hell no. Okay, warte. Also, wenn ich den Weltkampfmodus hier jetzt verstanden habe... Oh mein Gott, Alter. Alter, es spammt einfach nur rein. Es spammt einfach nur rein. Alter. Wow. Er hat einfach nur reingespammt. Was war das denn? Da könnte ich schon wieder ausrasten. Alter. Er hat einfach die ganze Zeit nur einen Move gemacht. Es ist so jämmerlich. Wirklich. Kann doch nicht wahr sein. Und dann auch auf dieser Scheiß-Map, wo man eh aufpassen muss, ob man da unten gehauen wird oder nicht. Meine Güte, ey, was ist denn das? Ach, Junge. Ja, alles klar. Alter, oh nein! Ey, jetzt reicht's. Hallo! Alter, er macht's wieder wie eben. Hallo, stopp! Ey, ich kann nichts machen. Das war's. Alter, wie nervig. Was soll der Scheiß? Ey, es kann doch nicht sein, dass er mich jetzt die ganze Zeit hops nimmt. Oh, Alter. Vor allem, ich muss bei der Scheiß-Map auch noch aufpassen, wo ich hinfliege. Oh. Wenn er die ganze Zeit blockt, was soll ich denn machen? So. Ey, das kann doch nicht sein. Ready? Fight! Junge, er ist so aggressiv! So, hier. Ja, klar! Ach, ich hasse ihn. Alter, er spammt jetzt nur diesen Scheißangriff. Och man! Komm, stirb! Ja! Boah! Das kann ich ja gar nicht ab.
Ah, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Weiter geht's. Theoretisch können die Kämpfe auch relativ schnell zu Ende sein wieder. Both young Saiyans gave it their all, but with the thoughts of his brother driving him on, Goten was victorious. Yo. Alright, I beat Trunks. Ow! What was that, Goten? Don't act like such a little kid. But I am a kid. Thus, Hercule's event went off without a hitch, and the adult division finally got underway. Okay, jetzt kommt das Erwachsenenturnier. Und ich habe Angst, gegen C18 zu kämpfen, Leute. Wirklich, Real Talk. Die hat mich letztes Mal so hops genommen. Aber gut, da war ich auch mit der Satan, also. Da kann man schon sagen, das ist was anderes. Hoffe ich zumindest. Oh, Piccolo. Oh, nee, Alter. Warum muss ich mit Piccolo spielen? Warum? Oh, haha. Nee, mit seinen Gummgum-Armen passt das. Krillin besiegt im ersten Kampf den riesigen Pinta. Im zweiten Kampf steht Piccolo einem mysteriösen Gegner namens Shin gegenüber. Ah, das spielt in der Buu-Saga. Ach so, ja gut. No match for you? Bruder, der ist auf Level 122, Alter. Das höher geht's fast nicht. Oh Gott. Ready? Fuck. Friss Lichtgranate! Okay, was ist mit ihm los? Er hatte auch maximal keinen Bock zu gewinnen. Hä, hey, was war das? Shin, du schwächelst. Da war Trunks ja stärker. Wirklich erbärmlich. Und ich hatte Angst. Was war das denn? Die KI kann Shin scheinbar nicht so gut spielen. Dank seiner verbesserten Fähigkeiten besiegt Piccolo Shin. Als Shin spricht, erkennt Piccolo, wer sein Gegner war. What? The Supreme Kai? What have I done? Please be quiet. I don't want anyone to know. Kaioshin ist auf die Erde gekommen, um Amini daran zu hindern, Majin Buu zu erwecken. If you could, lend me some of your power. Piccolo will helfen, Babidis bösen Plan zu vereiteln. Okay, und jetzt geht er mit Piccolo allein, oder was? Das kann ja nichts werden. Das kann ja nichts werden. Der wird von Dabra instant eingefroren. Also, zu Stein verwandelt. Ach nein! Ey, warum? Mr. Satan, das wird wieder so ein ekelhafter Fight. Ach komm. Das war's. Ah, ich werde einfach abbrechen. Dieser Kampf wird mich zum Abbrechen bringen. Im fünften Kampf trifft der Champion Mr. Satan auf Cyborg C18. C18 schert sich nicht um den Titel und bietet ihn an, zu verlieren. Nicht umsonst natürlich. 20 Millionen Zenny, if I let you win. And you get to keep your fame. Alright, I'll pay. Right, you'd better. Kann Mr. Satan schließlich Cyborg C18 besiegen? Hä, er hat doch gesagt, er payt. Wo ist das Problem? Er hat doch gesagt, er paid richtig rein, pay to win. Oh Gott, das war eine schlechte Idee, da hinzugehen. König der Träumer! Bitte, funktionier einfach. Aber sie nimmt Schaden. Ja, klar. Warte mal. Einfach König der Träumer rein? Das müsste ja klappen. Also in der Theorie. Ja! Es hat geklappt! Der Scheiß hat funktioniert. Okay, wir hatten Luck. Dass das funktioniert hat. Oh mein Gott. Also einen normalen Kampf hätte ich nicht durchgestanden.
Wie versprochen lässt lässt 18 Mr. Satan gewinnen. Schließlich treten im sechsten Kampf Son Goku und Vegeta gegeneinander an. Die Attraktion. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber ich glaube nicht, dass hier tatsächlich sogar der Kampf schon endet. Das kann gar nicht sein. Das wäre viel zu kurz. Das wäre viel zu kurz. Also irgendwas mit Boo muss noch dazwischen kommen. Also zumindest Majin Vegeta gegen Super Saiyan 3 Goku oder so. Endlich findet der lang erwartete Showdown zwischen den beiden alten Rivalen statt. Oh mein Gott. Okay, Goku gegen Vegeta, aber der ist schon sehr, sehr stark. Könnte auch sein, dass das der letzte Kampf ist. Also, dass die was wäre, wenn Saga nicht so lang geht. Glaube ich aber weniger. Ja klar, er fängt direkt mit Kiesbämmern an. Oh Gott. Nein, 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 nein. Don't destroy the ring, Vegeta. Ach komm. Die Kaioken kennst du doch noch sicher, oder? Hä? Jawohl. Aber da gibt's wirklich bessere Moves. Ich bin der Erste, der sich verwandelt. Oh nein. Ah nein. Ja, jetzt fliegen wir beide schon relativ weit. Ah, natürlich. Und ich darf nicht. Alter. Hör auf. Alter, nein. Bitte. Block doch. Goku. Ah, du Idiot. Warum kann ich denn da nicht blocken? Was ist das für ein Müll? Was ist das für ein scheiß Müll, Alter? Oh, nur weil Goku nicht blocken kann. Okay, Vegeta, diesmal halte ich mich nicht zurück. Es reicht. Oh nein! Ah, nein! Ich hab kein Ki! Nein, Digga. Chill doch mal. Oh, Mann! Ah, ja klar. Ja, klar. Es reicht, Vegeta! Nimm das! Du bist zu weit gegangen. Und jetzt wirst du die Quittung dafür kassieren. Oh, ja, ich muss auf den Ring. So, tschüss. Jetzt zeige ich dir meine volle Power. Oh mein Gott, ich hätte einfach ganz normal einen Angriff machen sollen. Ich hätte einfach ganz normal einen Angriff machen sollen. Nee, ne? What the fuck? Hallo? Hallo? Nein! Hey, Vegeta! Junge, was macht der für Schaden? Oha! Was macht der für Schaden? Alter, wen willst du verarschen? Ich war im dreifachen Super Saiyajin und er macht mich easy. Alter, wie unbalanced ist der Scheiß? Was soll das? Ey, wie kann er so viel Schaden machen? Die Zahlen dürften nicht mal möglich sein. What the fuck?
Was? Nix da. Hallo? Kamehameha! Er wird doch safe wieder was machen, oder? Alter, ist ja schnell. Scheiße. Ich darf ihn... Oh Mann! Flicken, du Keck! Mann! Wieder unnötiger Damage, weil du nicht deinen scheiß Arsch in sein Gesicht bewegst. Alter, hallo! Wie geht, Alter? Chill doch. Oh Junge, was? Alter, pack richtig Kiesbeam aus, als wäre ich so ein Endgegner. Chill mal! Hallo, nein! Hallo! Nein, ich will das nicht! Ey, wie geht's doch? Du bist so ein kleiner Bastard. Ich werde dich so ficken jetzt. Alter, was soll das? Ey, und das nur, weil ich mit dem dreifachen Super Saiyajin den scheiß Super Kamehameha aufgeladen habe in der vorherigen Runde. Was soll der Scheiß? Oh, ein erneut Versuchen-Button ist doch nicht so schwer einzufügen. Alter, wie kann man da nicht dran denken? Oh, meine Fresse, wie geht er jetzt wirklich? Jetzt reicht's. Nein! Nein, Alter, er kann mich jetzt einfach finishen, lol. Ja, ich kann nichts machen. Ja, klar, natürlich. Wenn ich das mache, klappt's nicht. Ey, ich hasse es. Warum klappt das denn nicht? Hallo, ich hab unten geblockt! Alter! Ey! Ich hab unten geblockt! Der müsste den Perfect blocken, Alter! Was soll das? Ey, so ein Dreckskampf! Was soll das? Vor allem, ich hatte ihn fast. Nein, nicht Szenario wählen, du Keck. Wer will denn mitten im Kampf das Szenario wählen? Ready? Ja, klar. Alter, wie schnell! Oh. Ja, mach deinen scheiß Kiesbeam. Nix da. Nimm das! Ja, er macht's schon wieder. Oh, ich hasse das, wenn der Angriff nicht durchgeht. Was? Das wollte ich auch machen! Wie geht da? Sind wir etwa even? Digga, mit zwei Leisten? Der Angriff ist voll OP! Jetzt geht's aufs Maul! Hallo? Oh mein Gott! Geh bloß weg! Na, hör doch auf! Es reicht. Hallo, hallo. Ich will auch wieder spielen. Hallo, hallo. Ich will spielen. Hallo, ich bin stärker als Super Saiyajin. Was soll das? Alles klar, Digga. Einfach immun. Oh Mann, hör auf. Hallo. Hey. Mann. Was soll das? Ey, forsch wen anders. Ey, das ist doch witzlos! Ey, dieser scheiß Arena-Regel! Mann! Vegeta, stirbt doch einfach!
Meine Fresse! Ja klar, jetzt bin ich halt direkt hier, jetzt kann ich gar nichts machen. Oh Mann, wofür mache ich denn hier irgendwas? Mann! Ja, hör auf zu spammen, du Noob! Mann, verdammte Scheiße! Ja, klar! Ja, ist okay! Seit wann? Diese Scheiß-Kombo, gegen die man nichts machen kann! Mann, was soll das? Dagegen kann man nichts tun! Gar nichts! Hat er dich einmal, bist du am Arsch! Ey, so ein Scheiß! Ready? Ja, natürlich, Alter, Digga! Auf einmal ins Weltall kurz geportet, Alter! Willst du mich verarschen? Oh ja, er spammt wieder rein! Du Kacknub! Hör endlich auf! Er macht weiter! Er macht einfach weiter! Du hörst jetzt sofort auf, du kleiner Bastard! Mann! Warum zählt das nicht? Nein, ich hab falsch gemacht! Nein, nein! Bitte! Bitte block! Nein! Gegen den Regenschirm, gegen den Regenschirm. Gegen den Regenschirm! Der gigantische Regenschirm! Oh! Du Dreckiger! Ey! Aber was ein Müll, dass Vegeta immer noch nicht besiegt ist. Obwohl es scheint, als könnten die beiden ewig weiterkämpfen, siegt am Ende Son Goku. So verlassen Vegeta und Son Goku das Turnier, um an anderer Stelle weiterzukämpfen. Ja, wahrscheinlich im Gebirge. Okay, und da werde ich mich auch nicht zurückhalten. Der Ring konnte auch nicht meine volle Power entfalten. Ich habe ihn gegen einen Regenschirm geschlagen, um zu gewinnen. So ein Scheiß. Wirklich. Nein, Digga, warum Ödnis? Ey, wird doch eine gute Stage. Was ist das denn? Was ist das für ein Scheiß? Okay. There's no one around to bother us here. Fine, is this better for you? You never change. Neither do you, you know. You really get on my nerves sometimes. Und so beginnt die zweite Runde zwischen Son Goku und Vegeta. So, jetzt gibt es richtig eine rein. Es reicht. Du hast mir eben genug Kopfschmerzen bereitet, du Spammer. Jetzt bin ich wirklich gnadenlos. Du ekelhafter. Kaioken! Friss das! So. Jetzt kann ich aber mit Super Saiyan ohne Probleme kämpfen. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Diese scheiß Mauer hier ist so nervig. Ja, natürlich. Natürlich. Hallo? Warum kannst du laden und ich nicht? Alter. Oh, ekelhaft. Hör auf, deine Griffel an mich zu setzen. Ja, ich hasse es. Oh mein Gott, das wäre fast ein Key-Clash geworden. Oh. Ja, guckt euch den Schaden an. Also sorry, das ist nicht normal.
Ihr habt's doch auch gerade gesehen, oder? Alter! Was soll das? Der macht fast 10.000, also eine Leiste, einfach random mit einem geblockten Normalangriff. So, tschüss. Vegeta, du bist kein Match für mich. Es gibt ja safe noch 3 Kämpfe oder so. Einmal im Super Saiyan, Super Saiyan 2 und dann komme ich mit Super Saiyan 3 und finish Vegeta. Safe. Lange ist es her, dass diese beiden alten Feinde gekämpft haben. Piccolo und Kaioshin suchen indes nach Babidis Versteck. Oh Gott. Was wird das? Wie lange geht diese Story? Wird sie ewig gehen? Ich weiß es nicht. Aber Babidi wird safe Majin Vegeta heraufbeschwören gleich. Och nee, ey bitte! Ich dachte, es geht um Goku und Vegeta und jetzt spielen wir die Buu-Saga nochmal? Wen willst du verarschen? Wen willst du hier verarschen? Is this the place, Supreme Kai? Yes, no doubt. Plötzlich verlässt eine dunkle Gestalt das Raumschiff. I'm impressed you found this place, Supreme Kai. It's Deborah. Der Dämonenkönig Dabra wurde von Babidi verzaubert und dient ihm jetzt als treuer Sklave. No one will interfere with the resurrection of Majin Buu. Oh mein Gott, warum denn? 200 und Piccolo ist so ein Müllcharakter. Der hat ja keinen Rush-Move. Oh Gott. Ready? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter! Kann ich das blocken? Ja, der ist blockbar. Aber wenn es viele HP zieht. Ja, fair. Was? Alles klar, andere Charaktere brauchen so 10 Jahre zum Greifen, er nicht. Friss Lichtgranate! So. Ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt hier verliere! Ja, da hilft aber Blocken nichts. Da hilft aber Blocken nichts. Oh, scheiße. Ah, ich dachte, er kommt ran. Aber er kommt auf keinen Meter ran. Ja, gut, der hätte eh keinen Schaden gemacht. Der Special Beam Cannon. Ja, okay. Was ist mit dem Dabra los? Stirb. Ja, klar. Glück gehabt. So, tschüss. Oh. So, haben die jetzt Majin Buu einfach aufgehalten? Danke. Piccolo hat ihn einfach gewone-shottet. Dankeschön. Reicht. Seine bösen Talente zeigen, warum Dabra Dämonenkönig genannt wird. I can't believe how strong he is. I just can't. Is that all you've got? Piccolo und Kaioshin scheinen in der Klemme zu stecken. Zur selben Zeit soll die letzte Runde des Turniers beginnen. Hey, die letzte Runde des Turniers sind doch Goku und Vegeta. Goku hat doch gewonnen. Wer soll denn jetzt in der letzten Runde kämpfen? Mr. Satan gegen wen? Mighty Mask? Och nee. Ey, da habe ich ja direkt keinen Bock drauf. Warum Mr. Satan? Und warum ist das die halbe Majin Buu-Saga? What the hell? Im Finale des Turniers trifft Mr. Satan auf Krillin. Hey, Hercule! Remember me? Now, why would I know some bald? I guess I didn't exactly stand out back at the... In diesem Moment zeigt C18s Blick aus der Ecke Wirkung. Look, I know she's my wife, but I really can't stop her when it comes to things like this. Do what? So, you're saying that cute girl there is your missus? Natürlich nimmt Mr. Satan Krillins Nein... Was?
Natürlich nimmt Mr. Satan Krillins. Was? C18s Angebot, noch 20 Millionen Zeni zu zahlen, an. Okay, also das Nein macht halt gar keinen Sinn. Okay, also soll ich jetzt Krillin auch besiegen für nochmal weitere 2 Mio. Okay, alles klar. Macht zwar gar keinen Sinn, aber okay. Das reicht für... Nein, ich hab verkackt! Aber was mache ich denn? Ich hab so verkackt! Warum Geschenkbombe? Mann! Ja, Digga, ich hab gar keinen Bock mehr. Was soll das? Ja, er spammt das Kamehameha gegen Mr. Satan. Bruder, du sollst mich doch gewinnen lassen. Alles klar. Ich bin's wirklich leid. Was soll das? Ey. Es ist wirklich so absurd. Ja, Mr. Satan. Ich spiele in dem Spiel mehr Mr. Satan als in jedem Spiel, was ich vorher gespielt habe, zusammen. Alter, er braucht 10 Jahre zum Laden. Ja, genau. Okay, das war's. Warum Geschenkbombe? Hör doch auf mit der Scheiße. Du sollst sie nicht machen. Was soll das? Ich hab nicht nach oben gedrückt. Ja, guck mal, Krillin, er rastet richtig aus. Er tötet uns einfach. Hallo? Och man, Krillin, jetzt hör doch auf. Dann kriegst du die 20 Mio halt nicht. Hallo? Ey! Oh, dieser scheiß Charakter! Warum fällt er einfach so runter? Ey, was ist das für ein Müll? Ey, warum muss ich das scheiß Turnierkacke machen? Es geht um Goku und Vegeta! Mann! Ist das schicksalhafte Gewalt nicht Mr. Satan, der wieder zum 100. Mal Champion wird, weil er sich den Winner kauft? Warum? Jetzt aber! Nein, Digga, Mr. Satan ist doch Kacknoob! Ey, du verlierst eine Sache und er fällt runter, weil er ein Stein ist! Ich denk so, ja, ganze Sparta morgen. Lass mal kurz Budokai Tenkaichi 2 beenden. Nein! Mr. Satan ist ein kleiner Hund! Mann, was soll das? Der nichts gebacken kriegt. Da muss ich mit dem Dreckscharakter spielen. Ich hab mich auf den Kampf mit Goku und Vegeta gefreut. Und nicht mit diesem Dreckscharakter. Meine Fresse! Jetzt muss ich mit ihm spielen oder was? Weil er es nicht gebacken kriegt. Einmal sein Scheiß... Seine scheiß Niederlage einzugestehen. Und da trifft er nicht mal! Ich krieg zu viel! Komm, stirb! Stirb einfach, du kleiner Bastard! Stirb, hä? Guck mal, ich kann ihm nichts anhaben! Nein! Lass mich auf die Plattform! Mann, was mache ich denn hier? Kindergarten! Digga, hör doch auf, Krillin! Ich hab mir erstmal Stein ins Gesicht geworfen. Er hat bestimmt gezwiebelt. Ja, ist mies. Och, hör doch auf. Lass es doch. Nein. Oh mein Gott, wie auch immer das möglich ist. Ey, ich muss das jetzt spammen, oder was? Oh nein, ich hab verkackt. Oh, doch nicht. Ey, es ist so absurd, wirklich. Oh nein. Tot. Mann, es ist halt unmöglich, diese Clash zu gewinnen und dann gleichzeitig auch noch mit Mr. Satan. Ey, und dann hängt davon auch noch dieser scheiß Win ab. Was ist das? Ah, da kann mein Mikrofon mal aufhören rumzuheulen. Geht doch. Ah.
Das triggert mich so unnormal. Ich dachte, ich laufe hier ganz entspannt durch. Nee, ist nicht. Wir müssen noch mal reinschwitzen gegen Ende. Hey, Mr. Satan, du bist so ein Müllcharakter. Bitte, lösch dich. Ach komm, Mr. Satan, finish ihn einfach. Komm, nicht blocken, nichts machen, einfach sterben. Einfach sterben. Bei Mist, das hat eigentlich ausgereicht bei, ja, bei C18. Boah. Oh, guck mal, für das habe ich jetzt ein halbes Jahr gebraucht. Es ist schon wieder Weihnachten. So ein Scheiß. Mr. Satan, wenn ich dich jetzt noch einmal spielen muss, lösche ich das ganze Spiel. Wieder setzt Mr. Satan seinen Vernichtungsangriff ein und gewinnt wieder. Ja, komm, tu nicht so. Wie schon im Jahr zuvor wird Mr. Satan zum Champion gekrönt, weil er wieder sich Sachen erkauft hat. Und Son Goku und Vegeta, danke. Jetzt kommen wir mal zum Maincast, worum es überhaupt geht. Meine Fresse. So, jetzt hat Super Saiyajins ins Gebirge. Danke. Einmal haben sie es gecheckt. Eine gute Map. Als verwandelte Saiyajins. Piccolo wurde von Dabra versteinert und Kaioshin ist schwer verletzt. Hä? Hä, vor allem, Vegeta sagt, kümmere du dich um ihn. Wie ehrenlos. Weil, hä? Obviously hat Goku da weniger Power. Hä? Okay, jetzt müssen wir uns doch um Dabra kümmern. Was ist das für ein Müll? Du unterbrichst also unseren Kampf, hä? Der Prinz der Saiyajins wird dir deinen Platz zeigen! Was für König! Aua. Oh, wow. Was für König! Oh, ja, mit deinem scheiß Schwert. Komm mal ran. Alles klar, es kommt dafür direkt rein. Boah, wie schnell Vegeta ist. What the hell? Ja, hatte er nicht den Kuss von C18? Ach, egal. Stirb einfach. Gar kein Nerv auf ihn. Hör auf. Alter, ich bin halt in der Animation. Was soll ich denn machen? Alter! Du glaubst auch, du kannst mich besiegen, Alter. Ich hab mehr HP als du. Und du machst wenig Schaden. Alter, Dabra. Ey, komm. Mach dich ab. Ich hab wilder Sinn. So, du machst dich jetzt einfach mal kurz ab, ja? Gehst mir eh schon auf den Sack. Gesagt, du machst dich ab. Hast du mich verstanden? Echt hier? Hä? Was? Der Angriff kann so weit kommen? What? Was für ein Müll. Take this! Final Flash! Vielleicht habe ich ein wenig übertrieben. Aber er hat's verdient. Ich bin sauer. Lasst mich. Er lebt? Na, warte. Das glaube ich weniger, dass er lebt. Tschüss. Meine Fresse. Oha. Level 100. Goku. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Goku Level 100 erschaffen. Son Goku und Vegeta besiegen Dabra problemlos und vernichten Babidi und sein Raumschiff. Nachdem Piccolo nicht mehr versteinert ist, erzählt er Son Goku und Vegeta alles. Sorry, Supreme Kai. Who cares about this Majin Buu? It has nothing to do with me. I can't believe you got...
Aus Dank erlaubt Kaioshin Son Goku und Vegeta in der Welt der Kaios weiterzukämpfen. Wie geil. Okay, die haben einfach das Raumschiff weggerackt, also kein Majin Buu auf dieser Welt. Perfekt. Hätte eh nur genervt. Wäre im Weg gewesen. Oh mein Gott. Wie krass. With nothing left to hold them back, Goku and Vegeta were free to settle their ultimate rivalry once and for all. You're mine now. Hey, that's my line. Here I come, Kakarot. Come on, Vegeta. Okay, jetzt kommt der Real Deal. Der letzte Kampf. Gewinne. Ich bin so gespannt. Ah, wie das danach weitergeht. Vegeta. Unser langer Kampf wird endlich ein Ende haben. Spaß. Du trainierst weiter und willst mich dann besiegen. Alles klar. Hallo? Och, Mann. Verwandle dich doch. Jawohl. Oha. Hallo? Ich hab doch unten gedrückt. Ja, guck mal, da kann ich halt nichts machen. Alter. Ja, ein bisschen blöd, ne? Ach, warum bist du umgedreht? Das macht gar keinen Sinn. Ich sollte dir in den Rücken geschlagen haben. Na, da machst du halt nichts, ne? Wenn ich dein Schild wegmache. Oh, fuck. So, okay, wir halten uns nicht zurück, Vegeta. Verstanden? Wir halten uns nicht zurück! Super Saiyan Free! Schau dir diese neue Form an, die ich in der anderen Welt entdeckt habe. Und er macht mich einfach komplett fertig, Alter. Explosionswelle! Hä? Ey, das ist unfair! Oha, habt ihr das gesehen, wie unfair das war? Und ich bin tot. Hallo? Oha. Ey, ich durfte nichts mehr machen. Und das war übel unfair, weil er mir einfach 20.000 mit einem Angriff drückt. Was soll das? Real Talk, was soll das? Da kann ich doch gar nichts machen. Da macht er zwei, dreimal diesen Angriff und ich bin einfach tot. Und das hat ja nicht mal was mit Skill zu tun. Also man kann nicht mal sagen, die KI ist übel stark. Nein, die ist einfach nur gebufft bis zum Ende. Was soll das? So dumm. Ich bin ekelhaft. Als ob! Juch, er geht direkt rein. Komm mal, wieder ein Angriff. Oh Mann, Alter. Komm her. Alles klar und ich kann wieder nichts machen. Guckt euch das an! Das ist doch krank! Das ist doch einfach krank! Egal, Vegeta, stirb. So. Kämpfen wir erstmal damit. Jetzt reicht's nämlich. Jetzt ist der Spaß vorbei. Echt jetzt? Ich würde ja gerne mit ihm in Key Clashes gehen, aber das ist hier nicht gewinnbar, deswegen mache ich es nicht. Das ist traurig. How you like this? So. Verwandle dich oder du wirst sterben. Stirb. Gewonnen. Wenn er OP-Moves macht, mache ich auch. Aber mich wundert, dass er nicht einmal ausgewichen ist. Und damit haben wir gewonnen. Und damit haben wir das Spiel abgeschlossen. Ausweis Gold und Wehraffe freigeschaltet. Warum auch immer Wehraffe? Oder nee, ist das... Ah, das ist eine Story. Wehraffe ist noch eine Story. Hä? Echt jetzt? Lol. As these two former enemies clashed, it was not hatred that fueled the battle. Merely a desire to be the best. No, not yet. I can still fight. Yeah? Me too. There's still time before I have to go back to the other world. Very well, Kakarot. Let's finish this!
The battle seemed to be without end, just like their burning will to fight. Thus concludes this story of what might have happened in a world without Majin Buu. Lol. Okay, und was ist jetzt Wehraffe? Das ist kein Item oder habe ich einen normalen Wehraffe freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Weil ich dachte, die drei sind die letzten Sagen, die wir bekommen. Ist natürlich sehr verwirrend. Gucken wir mal, haben wir die 100%? Ja, haben wir. Okay. Goku gibt sich ja erstmal Eigenlob. Okay, dann haben wir jetzt den Goldausweis. Da würde ich nämlich gerne mal reingucken in den Shop, was es hier so gibt. Was man jetzt hier kaufen kann. Oder kann man das, war das ein Objekt zum Verkaufen? Nee. Okay. So, was können wir jetzt kaufen? Hä? Nun, trotzdem nur 10er Items. Ah doch, jetzt Ausrüstungsslots plus 4. Aber die 10er Items bleiben. Was können wir jetzt hier kaufen? Muss ja noch was dazugekommen sein, was übel krass ist. Perfekte Haltung, was ist das? Abwehr verhindert jeden Schaden. Okay, Son Gohans Lehrer. Babidis Zauber, okay. Hey, was macht denn der Goldene? Ach, die Sachen sind alle runter... Ah, sind billiger. Okay, alles klar. Ich merk schon. Okay, ansonsten haben wir, glaube ich, komplett 100% erreicht. Und damit würde ich sagen, das war's mit Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Wenn euch das ganze Let's Play gefallen hat, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche eure Lieblingsparts waren. Und dann geht's im nächsten Part, beziehungsweise beim nächsten Mal, mit Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 weiter. Als Budokai Tenkaichi 4 Mod natürlich. Aber da ist ja 3 mit drinne. Also wundert euch nicht, wenn das Overlay anders aussieht. Gut, bis dann und ciao, euer FireAlexa. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch der Part gefallen hat. Und bis dann und ciao, euer FireAlexa. Macht's gut, ciao.